Es ist wichtig, dass wir uns der Vergangenheit stellen. Anders können wir nicht den Weg in die Zukunft gehen. Das war für uns von Anfang an, seit 2010, ein wichtiger Schritt. Und auch mit dem letzten Gutachten haben wir das versucht. Unsere Stabsstelle hier, sie hat den Auftrag, Betroffene wahrzunehmen, ernst zu nehmen in ihren Anliegen, in ihrem Suchen, in ihrem Zorn, in ihren Fragen. In diese Fragen binden wir uns ein, binde ich mich ein mit meinem Team, mit dem Psychologen, mit mir als Seelsorger. Und wir suchen gemeinsam nach Lösungen, vielleicht auch nach Antworten. Manchmal muss man auch nur die Stille und das Schweigen aushalten, wo es keine Antworten gibt. Die Anliegen der Anrufer sind, dass sie gehört werden, dass sie ernst genommen werden, dass ihnen konkrete Hilfe ermöglicht wird, sei es therapeutischer Art, sei es finanzieller Art, sei es auch Fragen des Glaubens und des Glaubensverlustes durch das, was geschehen ist. Viele wollen auch erstmal nur das Gespräch mit ihnen, dass ihnen jemand zuhört und sie ernst nimmt. Ich glaube, das war das größte Defizit. Das habe ich ja auch damals bei meinem Rücktrittsangebot deutlich gemacht, dass wir den Blick für die Betroffenen nicht wirklich hatten. Wir haben uns bemüht, vielleicht auch in der Vergangenheit, vieles richtig zu machen, aber die Betroffenen wirklich anzuschauen, mit ihnen zu reden, mit ihnen gemeinsam etwas zu tun, ihre Geschichte zu hören, das ist seit 2010 erst in Gang gekommen und eigentlich noch einmal durch die Studie 2018 verstärkt worden. Und dem habe ich mich gestellt und das will ich auch immer wieder tun. Ich glaube, wenn wir die Betroffenen nicht in die Mitte rücken, werden wir auch keinen Weg in die weitere Zukunft finden. Deswegen ist mir das sehr wichtig, die Betroffenen zu hören und ihnen zu begegnen. Ich denke, diese beiden Gremien sind für uns ganz, ganz wichtig. Zum einen der Betroffenenbeirat, der den Blickwinkel, die Perspektive der Betroffenen mit einbringt. Gerade der Kontakt mit den Betroffenen ist doch in der Vergangenheit sicher zu kurz gekommen. Deswegen ist das für uns ein sehr wichtiges Gremium. Aber auch die Aufarbeitungskommission, das sind ja auch vier Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen, die uns die Staatsregierung benannt hat mit dem Boot, die eben auch diesen Blickwinkel von außen mit einbringen. Ich denke, beide Gremien haben ihre eigene, aber jeweils sehr wichtige Funktion. Natürlich fragt man sich, ich bin langjährige Mitarbeiterin der Diözese, habe ich nichts gesehen, habe ich nichts gewusst, habe ich vielleicht sogar beigetragen durch meine Art und Weise. Und wenn man sich das lange genug überlegt hat, kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, was kann ich tun? Was kann ich jetzt tun? Was kann ich mit meinen Möglichkeiten Kunst und Kultur jetzt tun, um mich an die Seite der Betroffenen zu stellen? Und da kann Kunst sehr viel. Kunst kann ein Resonanzraum sein. Kunst kann die Worte der Betroffenen, den Menschen, die in der Kirche verletzt wurden, eine Bühne geben. Diese Menschen zu Wort kommen lassen und es ganz laut machen und groß machen. Wir können uns alle an die Seite dieser Menschen stellen. Wir stellen uns dazu und sagen Hallo, nie wieder. Wir versuchen durch verschiedene Veranstaltungen und Angebote, das Thema Prävention präsent zu halten. Denn zu einer erfolgreichen Präventionsarbeit gehört auch die Einsicht, dass sexuelle Gewalt trotz all unserer Bemühungen leider niemals zu 100% verhindert werden kann. Das bedeutet, dass uns das Thema Prävention eigentlich immer begleiten muss und begleiten wird. Und dass wir gut daran tun, diesem Bereich auch weiterhin einen hohen Stellenwert beizumessen. Die konsequente Berücksichtigung der Perspektive von Betroffenen war und ist für unsere Arbeit handlungsleitend. Aus diesem Grund schulen wir seit vielen Jahren gemeinsam mit Betroffenen auf Fortbildungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch und führen auch gemeinsame Veranstaltungen durch. Das Ziel der Stabsstelle Prävention ist es, für das Thema zu sensibilisieren. Kinder und Jugendliche müssen die Gewissheit haben, dass die Einrichtungen und Lebenswelten des Erzbistums sichere Orte sind, an denen sie unbeschwert aufwachsen können.
Das Bewusstsein für Prävention sexualisierter Gewalt in der kirchlichen Jugendarbeit ist tatsächlich sehr groß. Es braucht eine spezielle Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, weil Kinder und Jugendliche zum einen die Hauptzielgruppe in dem Bereich sind und zum anderen, weil sie einfach eine andere Entwicklungsstufe oder Entwicklungsstufen haben letztendlich als Erwachsene. Sie brauchen andere Zugänge, sie brauchen eine andere Begleitung in dem Bereich. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, das altersgerecht aufzubereiten und mit ihnen zu arbeiten und halt insbesondere auf sie einzugehen. Und die Prävention ist natürlich auch eine Sensibilisierung. Wie gehen wir heute mit der Frage um? Können wir heute wirklich alles tun, dass Kinder und Jugendliche und gefährdete Personen bei uns sicher sind? Ein Raum der Kirche muss ein sicherer Raum für die Schwachen sein. Und davon gehe ich aus und dafür will ich mich weiter einsetzen. Die unabhängigen Ansprechpersonen hier in der Erzdiözese München-Freising haben die Aufgabe, Meldungen von Verdachtsfällen, von sexuellen Missbrauch, von sexuellen Grenzüberschreitungen entgegenzunehmen. Wenn ein solcher Verdachtsfall gemeldet wird, kommt es ganz darauf an, handelt es sich um etwas, was lange zurückliegt, vielleicht in den 60er, 70er Jahren sich ereignet hat, oder ist es etwas, was sich jüngst ereignet hat, in den letzten Tagen, Wochen oder vielleicht auch Monaten. Auf jeden Fall wird jedem Verdacht nachgegangen. Es wird immer geschaut, vor allem mit Blick auf den Betroffenen, was ist sein Anliegen, dass er diese Meldung bei uns einbringt und was ist dann zu tun, um zu vermeiden, dass sich Ähnliches wieder ereignet, sei es durch die Person, sei es in der Organisation, der Pfarrei oder in der Kita oder der Schule insgesamt.